Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, für uns Linke ist die Agrogentechnik eine Risikotechnologie, weil sie eben doch eine Gefahr für Mensch und Natur ist. Die Selbsttötung verarmter indischer Baumwollbauern bezeugt das, oder auch Superunkräuter, die die Ernte vernichten, weil eben gar kein Pflanzenschutzmittel mehr wirkt. Und das sind ja nur zwei Beispiele und es ist auch nur ein Teil des Problems. Als Linke sehe ich vor allem die Gefahr in dem System, was dahinter steckt und mit dem Konzerne sehr, sehr viel Geld verdienen. Und auf unsere aller Kosten, denn die Kollateralschäden, die verursachten Schäden, bezahlen wir als Gesellschaft. Und ich finde das inakzeptabel. Deshalb brauchen wir den Widerstand gegen die Übermacht transnationaler Saatgut- und Pflanzenschutzkonzerne. Bayer, Monsanto und anderen geht es vor allen Dingen um Maximierung ihres Profits. Die Gefahr für unsere natürlichen Lebensbedingungen sind für sie eigentlich nur Kollateralschäden. Und außerdem gefährden sie auch universelle Menschenrechte, wie das Recht auf Nahrung oder auf Wasser. Und das wird Gott sei Dank auch das gerade laufende internationale Monsanto-Tribunal in Den Haag nachweisen. Davon bin ich jedenfalls überzeugt. Und deswegen darf sich Politik gerade an dieser Stelle nicht erpressbar machen. Als Linke will ich verhindern, dass Saatgutmultis, Chemieriesen bestimmen, was auf unseren Tellern im Trog oder im Tank landet. Und Landwirtschaft muss unabhängig bleiben von solchen Konzernen. Und ich bin froh, dass der Widerstand unterdessen weltweit wächst und auch in unserem Land unterdessen breit verankert ist. Viele sehr engagierte, unerschrockene Aufklärerinnen und Aufklärer haben dazu beigetragen. Und ihnen gilt heute auch mein großer Dank. Aus Sicht der Linken gibt es unterdessen längst genügend Erfahrungen mit Risiken und Nebenwirkungen der Agrogentechnik, um diese Risikotechnologie zu ächten, und zwar weltweit. Leider ist das nicht durchsetzbar, aber dann sollte uns doch wenigstens das EU-Zulassungsverfahren vor gefährlichen Pflanzen auf unseren Äckern schützen. Schließlich gilt ja das Vorsorgeprinzip in der EU, aber leider wird auch das untergraben. Denn die Prüfung erfolgt halt weder wirklich unabhängig noch transparent. Und wichtige Risiken werden erst gar nicht geprüft, wie zum Beispiel Langzeitwirkungen, wie zum Beispiel ethische oder soziale Bedenken. Wir fordern seit langem die Korrekturen, wie auch andere, und ich finde, hier muss endlich gehandelt werden. Aber auch mit einer qualifizierten Mehrheit der Mitgliedstaaten in EU-Entscheidungsgremien könnte eine Zulassung verhindert werden. Sie kommt aber regelmäßig nicht zustande, auch weil die Bundesregierung sich in diesen Gremien bestenfalls der Stimme enthält. Damit macht sie aber quasi den Weg frei für die Zulassung, denn die EU-Kommission kann das dann ersatzweise tatsächlich den Anbau zulassen, und sie tut das auch regelmäßig. Aber zum Glück haben wir ja auch noch die Mitte-Links-Mehrheit gegen die Agrogentechnik im Bundestag. Die könnte natürlich die Bundesregierung auffordern, in den Gremien eben der Zulassung nicht zuzustimmen. Aber auch hier kommt es nicht zu diesem klaren Signal, weil die geiselhafte SPD in der Koalition mit der Union halt existiert. Also kann ich nur sagen, Augen auf bei der nächsten Wahl. Der öffentliche Widerstand hat aber immerhin noch eine neue zusätzliche Reißleine erzwungen. Jetzt können nämlich die Mitgliedstaaten auch nach der EU-weiten Zulassung von Gentechnikpflanzen den Anbau in ihrem Land legal verhindern. Dieses sogenannte Opt-out hört sich gut an, ist aber in Wirklichkeit ein unmoralisches Angebot. Denn eigentlich öffnet diese Regel vor allen Dingen den Konzernen die Tür zu agrogentechnikfreundlichen Ländern. Und es gibt auch hohe Hürden, die zu erfüllen sind für ein solches Anbauverbot. Aber immerhin, man kann das tun. Und natürlich macht so ein Verbot nur bundesweit Sinn. Ein Flickenteppich ist angesichts der länderübergreifenden Verarbeitungs- und Handelswege absurd. Die Bienen halten sich nicht an Ländergrenzen und so weiter. Und warum sollte denn ein Risiko in dem einen Bundesland existieren und im Nachbarland nicht? Also sind auch Rechtssicherheit und Rechtsfrieden mit einem solchen Flickenteppich nicht herstellbar. Der Bundesrat hat einen sehr guten Vorschlag, wie ich finde, vorgelegt zu bundeseinheitlichen Regeln. Mit dem Bund war man sich angeblich auch einig. Trotzdem macht der aktuelle Gesetzentwurf der Bundesregierung genau das Gegenteil. Die Hürden für ein bundeseinheitliches Verbot sind so hoch, dass de facto doch jedes einzelne Bundesland entscheiden muss. Wer das so vorschlägt, will keine bundeseinheitliche Regel. Die Bundesländer sollen zwingende Gründe für ein Anbauverbot vorlegen, obwohl das in der EU-Richtlinie überhaupt nicht vorgesehen ist. Wer das vorschlägt, will kein Anbauverbot. Dieses Gesetz ist auch aus meiner Sicht ganz klar in Wahrheit ein Opt-out-Verhinderungsgesetz. Und das können wir Ihnen nicht durchgehen lassen. Und dass viele in der Union das genau so auch wollen, das kann ich ja noch verstehen.
Aber die SPD darf das nicht mitmachen, sonst haben sie jede Glaubwürdigkeit bei der Agrogentechnik verspielt. Für die SPD-Fraktion hat nun die Kollegin Elvira Dobrinski-Weiß das Wort.